Ich steige aus. Eine ungehaltene Rede einer ungehaltenen Frau. Die Zukunft wird weiblich, wussten Sie das schon? Frauen besteigen endlich als Königinnen ihren Thron und retten die Welt. Sie führen zurück zur Natur, setzen sich für mehr Solidarität ein, schenken der Welt Empathie und eine neue Ökonomie. Auf dem Rücken der Frauen ist der Klimawandel leicht zu bewältigen. Und überhaupt, Frauen sind die besseren Menschen. In einer von Frauen regierten Welt gibt es keine Konkurrenz, keine Kontrolle, keine Machtspielchen mehr. Da sitzen alle friedlich vereint im Kreis und reichen sich die Hände. Glauben Sie das auch? Als tiefenpsychologisch geschulter Mensch nenne ich das einen ausgeprägten Abwehrmechanismus, bei dem die Frau erst erhöht wird, um ihr dann die Schuld in die Schuhe schieben zu können, wenn das Ganze doch nicht so klappt. Ja, unsere Welt steckt an vielen Enden in einer Misere. Aber Frauen alleine werden das nicht lösen. Ich bin eine Frau, wenn auch nicht mehr fruchtbar, wenn auch nur noch mit einer Brust. Die andere ist vor 7 Jahren auf und davon geflogen. Ich vermisse sie nicht. Dennoch, rein körperlich bin ich eine Frau. Das breite Becken, die schmale Taille, die langen Haare. Ich muss eine Frau sein. Stimmt das? Wie viele Teile braucht es eigentlich, um die Summe Frau nennen zu können? Und habe ich alle diese Teile immer beieinander? Die eine Brust jedenfalls nicht. Und sonst, oft, wenn ich mein Herz, meine Haut und meine Ohren einem anderen schenke, fehlen am Ende des Tages so einige Bausteine. Die Füße laufen noch durch die Flure des Arbeitsplatzes, das Becken wurde auf dem Stuhl sitzen gelassen, der Bauch ist leer. Das Dreieck zwischen den Beinen fühle ich gar nicht mehr. Arbeit entfremdet. Oder sie zersplittert. Ist eine Arbeitsmaschine Mann oder Frau? Mein Haar ist grau, die Haut faltig, an den Oberschenkeln gibt es Streifen. An den Unterarmen schlackert das schon ältliche Bindegewebe. Ich bin weit davon entfernt, mich noch jung nennen zu dürfen. Bin ich eine schöne Frau? Frauen haben doch schön zu sein, oder nicht? Nein. Mit mir kann man keine Beauty-Magazine bewerben. Mein Gesicht erzählt nichts von ewiger Jugend. Ich stehe nicht für Beginn, Anfang, blühendes Leben. Bin ich also eine auf dem Abstellgleis? Wozu leben die eigentlich noch, Frauen jenseits der 50? Ich bin keine, die Lust auf Enkel hat, nicht auf eigene und auch nicht auf die anderer. Auf mich trifft also die Großmutter-Hypothese nicht zu, die besagt, dass Frauen nach der Menopause weiterleben, weil sie zur Aufzucht der übernächsten Generation gebraucht werden. Ich will weiterleben, aber ohne Oma sein zu müssen. Ich steige aus. Arbeite nicht mehr. Ihr könnt gerne noch rackern, Kranke und Arme beackern. Ich rette niemanden mehr. Ich bin ein garstiges, reifes Weib. Ein Weib, das nicht mehr mitspielt, das Stopp sagt, das ausgestiegen ist. Ausgestiegen aus einer Welt, in der Frauen alle sozialen Aufgaben zu erledigen haben. Mutterschaft, Freundschaftsaufbau, Kindererziehung, Altenpflege, Krankenfürsorge, auch der Blick nach innen und die Seelenarbeit obliegt uns, dem weiblichen Geschlecht. Ich war Mutter, war Psychotherapeutin, habe Erzieher ausgebildet, habe mich abgerackert im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen. Jetzt sage ich Stopp. Ich spiele nicht mehr mit bei einem Spiel, das jeden Spaß im Keime erstickt, dessen Leichtigkeit nur behauptete Attitüde ist, das die Welt beständig in Gewinner und Verlierer aufteilt, wobei die, die viel haben, stets noch mehr zugeschoben bekommen. Ich steige aus, arbeite nicht mehr. Ihr könnt gerne noch rackern, Konten und Pfründe beackern. Ich scheffle nicht mehr. Nein, ich kämpfe nicht dafür, dass Frauen für ihre Hausarbeit, für die Erziehungsarbeit oder dass sie besser für ihre therapeutischen, sozialen und pflegerischen Aufgaben bezahlt werden. Nein, das reicht mir nicht. Eine ausgebrannte Frau, die zwar besser bezahlt ins Burnout geht als eine andere, bleibt eine ausgebrannte Frau, die ihr Ich einem anderen geopfert hat. Nein, ich möchte mich für eine Welt einsetzen, in der sich alle dafür verantwortlich fühlen, was hier auf diesem Erdenball und unter uns Menschen geschieht. Ich träume von einer Welt, in der jeder sozial denkt und handelt, in der diese Aufgaben nicht nur einem Geschlecht zugeschrieben werden.
Wir alle leben gemeinsam auf diesem Planeten. Wir haben ihn gemeinsam zu dem werden lassen, was er heute ist. Also werden wir auch gemeinsam eine Lösung finden müssen. Ich möchte eine Welt, in der es nicht um bessere Bezahlung oder Sonderurlaub geht, sondern darum, begeistert zu arbeiten. Voller Freude miteinander ein Gemeinsames zu gestalten mit allen Sinnen für alle Wesen dieser Erde. Ich weigere mich, meine menschliche Einheit weiterhin für einen Lohnzettel zu zerschneiden. In dem einen Moment habe ich die Einfühlsame zu sein, im nächsten die Harte, dann die Freundliche und schließlich die Gehorsame, die exakt nach Zeit arbeitende Untergebene. Nach der Arbeit darf ich dann die kauffreudige Kundin, zu guter Letzt Privatperson, aber als solche immer noch fremdbestimmt durch Google, Facebook und Co. sein. Ich mag selbstbestimmt leben, möchte meinen Körper fühlen, mit ihm vibrieren. Ich möchte fließen in jedes meiner Körperteile hinein, mit allen assoziiert, endlich die Dissoziation beenden. Kennen Sie die Ekstase eines menschlichen Tuns, bei dem alle Teile gleichermaßen willkommen sind? Ist Ihnen so etwas überhaupt vorstellbar? So vieles haben wir zerschnitten, gespalten, auch den Raum. Wir wandern durchs globale Netz und bilden uns ein, damit alle Schranken beseitigt zu haben und sitzen doch isoliert in einer überteuerten Mietskaserne. Da gibt es Orte für Reiche, dort für Arbeitsame, den Müßiggängern verweigern wir den Zugang zur Sphäre des privaten Raums. Können Sie sich den Raum als Ganzheit denken? Ohne Mauern, ohne Grenzen, ohne Privilegien? Für den Weltraum behaupten wir dies. Hier auf Erden ziehen wir Linien und Grenzen, verbarrikadieren uns. Nicht nur hinter unseren eigenen vier Wänden, sondern auch hinter den Mauern unserer Haut. Wie geht atmosphärisches Bewusstsein, denn nur mit diesem wird dieser Erdenball zu retten sein? Dazu muss ich mich fühlen, muss die Grenzen überwinden, auch die Grenzen in mein Inneres hinein, Innenwelten. Mit denen kenne ich mich aus. Jahrzehntelang habe ich Menschen begleitet in ihre Innenwelten hinein. Das war keineswegs leicht. Ich mag nicht mehr kleine Reparaturdienste leisten an einem System, das Beziehungsarbeit, Verbundenheit und Innenweltschau so wenig schätzt und uns Frauen aufoktroyiert. Frauen haben die Netten, die Einfühlsamen, die Verständnisvollen, die Wohltemperierten zu sein. Der wird sich dann in einer der hiesigen Kliniken mit Hilfe einer empathischen Therapeutin eine kleine Auszeit gegönnt. Man leistet sich den Blick auf selbst, ist für Augenblicke achtsam, um gleich danach wieder voll ins Leistungssystem einzusteigen. Ich sage nein, nicht mit mir. Da spiele ich nicht mehr mit. Die Furie in mir ist erwacht. Die hat viel zu lange schon geschwiegen. Wie soll das gehen, wenn alle einfach aussteigen? Wer wird dann noch arbeiten? Wer verdient dann das Geld? Unser liebes Geld, das Männer als auch Frauen übrigens gleichermaßen verehren. Doch müssen wir eigentlich noch Geld verdienen? Ist nicht schon lange genug für alle da? Ist die ökonomische Frage nicht längst durch Maschinisierung und Digitalisierung lösbar? Das Diktum einer Leistungsgesellschaft ist letztlich nur eines, ein Märchen. Ich plädiere für das bedingungslose Grundeinkommen. Freudiges Tätigsein für alle. Oder fürchten auch Sie, dass wir dann nur faul in einer Ecke rumlungern? Und wenn, was wäre daran so schlimm? Ein wenig mehr Müßiggang täte dem CO2-Gehalt ganz gut. Ich steige aus, arbeite nicht mehr. Ihr könnt gerne noch rackern, Dateien und E-Mails beackern. Ich rette niemanden mehr. Ich träume von einer Welt, in der Konzepte, Schemata, Schubladen und Etiketten verschwinden und wir uns zu freien Wesen aufschwingen dürfen. Und vielleicht dürfen wir in dieser Welt einfach nur Menschen sein. Nicht Mann, nicht Frau, nur Mensch. Mit Leib, mit Seele, mit einem wachen, neugierigen Geist.